Ja, hallo zusammen. Ich hatte bei meinem Mercedes W201 190D das Problem mit Kühlwasserverlust. Ich zeige euch jetzt, was es war und wie man es beseitigt. Und zwar ging auf einmal während der Fahrt diese Lampe an, also zu wenig Kühlwasser im Ausgleichsbehälter. War ich erstmal ein bisschen schockiert, habe gedacht, kommt eine große Reparatur, war aber im Endeffekt relativ leicht zu bewältigen. Ich bin jetzt leider quasi von den Schritten etwas falsch vorgegangen. Ich habe schon die Reparatur erledigt. Ich zeige euch aber, was es war. Das hier ist das Kühlmittelventil. Das sitzt unterm Scheibenwischer. Und zwar, sobald man im Auto die Heizungsregler einschaltet, wird hier oben ein Vakuum drauf gegeben. Dieser zieht diesen Hebel hoch und dann öffnet das Ventil und das Wasser kann durchfließen. Ansonsten ist es geschlossen, so wie jetzt. Ne, jetzt ist es umgekehrt. Wenn das Vakuum kommt, schließt es. Genau, und jetzt ist es offen. Und dieses Ding war undicht und deswegen hat das dann Kühlwasser verloren. Wo genau es rauskam, weiß ich nicht. Ich habe es mal abgedrückt, aber ich schätze mal, dass es irgendwie hier dieser Plastikmechanismus, das über die Laufe der Zeit verschlissen ist. Das Teil kostet rund 20 bis 30 € und für die Reparatur braucht ihr darüber hinaus noch rund ein Viertel Liter kühler Frostschutz. Also nur für die Reparatur zusätzlich zu dem, was noch verloren gegangen ist. Also für die Reparatur müsst ihr erst diese Gummis hier, das ist ein langer, und die zwei kurzen rechts und links vom Scheibenwischer wegmachen. Dann könnt ihr hier unter diesem Gummi befinden sich hier und auf der anderen Seite ein Achtermutter. Und dann gibt es noch hier an der Seite zwei Dorne, also so Spreiznieten, die durchgeschlagen werden müssen. Und dann könnt ihr das Teil hier so nach unten wegziehen, unter dem Scheibenwischer weg. Der Scheibenwischer selber kann drin bleiben. Und das Ventil ist hier hinter der Batterie. Ich habe es jetzt halt wieder zusammengebaut. Okay, Ventil einfach, das ist mit Schlauchschellen fest. Wieder neu einbauen. Dann wieder das Ding hier draufschieben, hier unter diese Kante. Dann diese drei Gummilippen draufstecken und fertig. Beim kalten Motor am besten machen, arbeitet sich am besten und anschließend dann hier das Kühlmittel wieder auffüllen im kalten Zustand bis zu dieser Rille. Ja, und ist seitdem wieder dicht und die Heizung funktioniert vor allen Dingen auch wieder. Viel Spaß bei der Reparatur!